Ich habe sie gefunden, meine Pimp. Tuning-Werkstatt. Pimp, my rate. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Lustige Dinge über Gutz im Lebtag. Mit einer geilen T-Rex-Giraffe, die irgendwie nicht gerade so verpackt mehr ist, aus irgendwelchen Gründen. Aber irgendwie so handgezogen, was mir nicht mehr so verpackt. Vielleicht muss ich irgendwas anderes machen. Vorher ging es kurz und dann habe ich irgendwas anderes angezogen, dann ging es wieder nicht. Was haben wir jetzt diesmal bekommen? Ein Autotune, genau. So. Hui. Genau, unter dem Boden. So. Okay. Also, was wollen wir auf das Auto schneiden? Ein Klo? So, und die Zunge ist unsichtbar und ich bin auch ein bisschen unsichtbar. Geil. So, erstmal ein Klo drauf. Nein. Oh, geil. Dann nehmen wir doch mal... Wir brauchen große Räder eigentlich. Was nehmen wir hier? Nein, nicht ein Häcksler. Nehmen wir noch. Das ist weit weg. Gibt es hier irgendwas noch? Hier ist so ein Altar, den können wir auch kurz nehmen. Ich sehe fast nichts vor lauter. Diese Einblendung. Und meine Figur. Das geht immer nicht. Habe ich das? Ja. Jobs. So, was können wir noch nehmen? Das hier ist. Oh, das ist hier haben wir doch. Können wir den Kochtopf oder was das ist da mitnehmen? Das ist ein anderes. Ich dachte, hier wäre das mit dem Kochtopf, aber das ist in der zweiten, im zweiten Ort. Dann nehmen wir doch. Oh. Also scheinbar liegt es am Skin, dass wir nicht mehr so verklebt werden. So ganz dürr werden und länglich. Unsere Gliedmaßen einfach mal extrem. Jetzt hier nicht rein. Ah, der ist draußen. Wo ist er hingekommen? Hm. Wollen wir ein Fass nehmen? Schade, dass ich jetzt das nicht mehr so habe. Blumentopf können wir nicht mitnehmen. Wieso packst du das denn dort? Jo. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, was ich mitnehmen soll. Dieses Auto drauf. Wir könnten ein Ei machen und drauflegen. Hallo? Wir sind ganz winzig klein. Dankeschön. Was könnten wir hier? Werf die mal rein. Aua. Oh, jeez. Nein, wir fliegen viel zu weit. Wenn wir so klein sind. Ey, nicht in den Stern reinbauen. Komm doch mit. Ja, was habst du eine Zunge, wenn du. Oh, sind wir wahrscheinlich zu klein oder so. Ja, spielen doch noch weitere. Und wir zum kleinen. Ich hätte gerne Spannend. Immer wenn ich etwas Spannend suche, finde ich. Dann hat das Spiel einfach. Genau, wir nehmen einfach den Stier hier. Wenn das geht. Geht doch nicht. Aua! Jetzt hast du einen Stier. Jetzt nehmen wir einen Stierkopf. Das ist so nicht gedacht zum Mitnehmen, das ist schade. Also, dann nehmen wir doch mal einen Kürbis hier mit. Ich glaube, wir können gar nichts mehr mitnehmen, das ist so verpackt. Ich sehe auch nichts mehr. Oh, und ein Stein ist. Ja, jetzt sind wir ein bisschen, habt ihr gesehen, so einen langen Streifen. Jetzt sind wir ein bisschen verpackt worden. Also das nehmen wir. Wir nehmen etwas Großes. So. Das ist doch kein... Was ist das? Nur noch die Schuhe? Schildkröten und Ding. LOL. So geil.
Also machen wir doch mal noch mal ein schönes Bild. Ihr wisst ja, wie das geht. Schade, das Zeugs ist im Weg. Ja, ich mache noch das Bild. Okay, wir nehmen einen Stuhl mit. Ah, das ist so ein... wie sagt man den Aufheber da? Ja, nehmen wir doch ein Fass, komm. Ein großes Fass drauf. Genau, ja, sehen wir auch sehr viel. Und dann noch so ein Reifen. Das in die Mitte. Können wir noch eins nehmen? Nein, es wird wieder... Hey, jemand hat es kaputt gemacht. Ja, was ist das? Alles geht kaputt. Nein! Heißer Sprint. Einmal hier. Genau. Oh, auf beiden Seiten. Und das Klo noch drauf. Komm schon. Klo drauf. Komm. Geh. Geh bitte. Komm schon. Irgendwie geht es gar nicht mehr. Hä, hey, wieso geht nur eins drauf? Ist so verfuckt. Jetzt! Ja, und jetzt? Hä? Das macht keinen Sinn. Ich muss diese Flossen wegmachen, die machen zu viel Müll. So, die machen zu viel kaputt. Nochmals, komm schon. Das ist, weil wir so klein sind. Ich habe mich viel zu klein gemacht. So. Jetzt gehst du hier hoch, bitte. Doch. Jetzt. Der Schweißer. Ja, jetzt ist die Mission fertig, oder? Pimp my ride. Also geschafft haben wir es, aber fahren können wir trotzdem nicht mit dem Fahrzeug. Es ruckelt auch ganz komisch. Jetzt? Ja, jetzt geht's. Okay, wunderbar. So, wir stehen hier eigentlich mega in diesem... Ah, wie heißt das, wo man so... Wie heißt dieses Teil? Ich weiß, für was es ist. Riddler? Das ist der Riddler. Der Riddler. Das ist unser Fahrzeug. Yay! Wir waren im letzten Part ja noch beim IKEA dort in der Nähe. Und, ja, dort haben wir, also in dieser zweiten Stadt waren wir. Ja, ungefähr hier sind wir dann stehen geblieben. Und genau die Kochschule habe ich noch gewollt machen und so. Großer roter Knopf machen wir dann am Schluss. Kunststückchen, genau, machen wir noch. Und so Sachen, aber jetzt machen wir zuerst mal hier fertig. Das ist ja das erste Gebiet, das muss ja eigentlich auch noch fertig gemacht werden. So. Aber ich finde gerade mein Skin so richtig cool. So große Schuhe. Große. Schön. Aber. So. Oh, geil. Okay. So, ich suche mal die Vogelscheuchen. Ich weiß nicht mehr, wo die genau sind. Eine habe ich gesehen. Hier ist, glaube ich, eine Vogelscheuche, oder? Ja, hier ist eine Vogelscheuche. Gut. Wisst ihr was? Ich mache mal kurz groß wieder. Dazu müssen wir Titelseite. Gleich wieder rein. Wie sehen wir jetzt hier draußen aus? Okay, normal wieder groß. Sehr schön. Ja. Wo ist denn dieser Mensch hier vergraben? Auf dem Friedhof wahrscheinlich. So, jetzt nehmen wir aber wieder die Giraffe und wieder mit dem schönen Skin. So. Dann nehmen wir die Flosse auch wieder, dass wir schneller sind. So, und nehmen einfach mal sehr gut die... Jetzt. Schön. Mit die Vogelscheuche. Also, wo war das mit dem... Bannkreis. Ein schönes Bild.
So, was habe ich jetzt Falsches geklickt? Das hier. So, Gurt 11,2. Da kann man eben noch auswählen. Wir müssen Traktor fahren das nächste Mal. Aber hier ist auch etwas. Geil. Was ist denn hier? Das ist ein Aluhut, oder? Ja, ein Aluhut. Geil. Also einen haben wir schon mal. Danke schön, dass du den hier. Der Giraffe ist ein bisschen schwer zum Steuern. Einen haben wir mal. So, haben wir hier gerade noch einen? Und der Schöne war ja keiner. Da ist eben einer, ja. Den haben wir vorher gesehen. Ihr hoffentlich auch. Ihr seid sehr gute Zuschauer, ihr wisst das und ihr habt das immer sofort im Blickwinkel. Was der Drago erst nach ein paar Sekunden hat, beziehungsweise beim zweiten dann sieht. Nee, ich hab's einfach nicht genommen. Ich hab's schon gesehen. Ich bin auch gut. Nicht nur ihr. Und vor allem, ich kann mega schön hier runterrollen. Könnt ihr das auch? Ja, wir können das. Können wir das schaffen? Ja, wir können das. Rotes Gummiboot. Jury, ich hab gewonnen. Ich hab die Jury kaputt gemacht. Tschüss. So, wieder mal. Oh, wieder mal sehr. Wieso geht's mir eigentlich immer nicht gut? Keine Ahnung, weil ich so gerne irgendwie herumhüpfe. Hui! Das ist doch viel besser Spiel als Super Mario. Super Mario hat Erfolg, Gottesimulator nicht. Der hat sogar so keinen Erfolg, dass der zweite Teil nie erschien. Ihr müsst unbedingt Goat Simulator kaufen bei Epic Games. So. Hui! Und auch so viel Scheiße machen wir. Wollt ihr plötzlich Blödsinn? Reichen drei? Müssen es vier sein? Ja, immerhin kann ich aufräumen. Boah, geil, sind drei. Geschafft. Und wir sind eine Vogelscheuche geworden. Und die fliegen davon. Können wir irgendwas machen? Können wir das Vogel greifen? Also Schleck nehmen? Umfallen? Feuerzeite. Ist halt jetzt ungefähr das gleiche wie den Jesus, den wir zuerst genommen haben, geholt haben. Ja, das habe ich leider nicht gezeigt, weil ich mega Blödsinn gemacht habe. Ich habe einfach mal so viel einfach alles erkundet, dass ich das einfach automatisch bekommen habe. Ja, es ist nicht gar nicht mal so schwer. Man muss nur ein bisschen Emotis einsetzen können. Da hat man Jesus eigentlich ziemlich gut. Hier wäre auch noch einer gewesen. Okay. Also, aber was ist spannend? Eine Giraffe mit. So. Und den Aluhut möchte ich gerne mich um. Ich möchte ja noch den Ding finden. Das letzte Osterei, glaube ich. Also es kommen nicht mehr so viele. In die Richtung. Was ist mit deiner Zunge? What the fuck ist das? Ist nicht so schön. Das ist ein Monster. Das ist auch nicht so schön. Ah, das ist ein Monster. Ja, das. Okay. Nehmen wir doch das. So, ich glaube, das ist das Schönste mehr. Ein besseres geht nicht mehr. Gurt 11,3. 11,3,3. So. Ein wunderschön. Ah, ich mag Bodenbackbäder einfach mega. Oing. Hui. So, im vorigen Bad schon das Schwein, das halb im Boden war. Aber hier, so mit diesen Armen. Ah, wunderbar. Immer noch in die Richtung.
Okay, könnte ein bisschen weiter weg sein dieses Mal. Immer ein bisschen high. Ja, so sehen wir es aber nicht. Also hier auf dem auf der Kegelbahn hatten wir schon. Jetzt ist noch weiter in die Richtung, okay. Vielleicht auf dem Friedhof. Könnte es noch sein. Yeah! So sind die Dinos ausgestorben. Hoppla! What the fuck ist das jetzt schon wieder gewesen? Hey, ich will in die andere Richtung. Hallo. Ja, genau, voll so. Genau. Hey, fällst du auch noch? Hm, ich habe wieder die Zeitlupe erwischt. So, hier müssen wir hoch. Und dann wieder dort, wo wir jetzt mal aufgehört haben. Genau, auf dem Berg oben waren wir nicht in der Stadt. Aber ich bin unten in der Stadt gespawnt, sozusagen. Also in die Richtung eher, also wirklich dort hoch zu diesem Turm. Was ist das wieder für ein Turm? Salzturm oder so? Was ist das schon wieder für ein Turm? Wie geht's jetzt hier hoch? Ist dann auch noch so zäh. So langsam. Du musst nur über den Zaun, nicht durch den Zaun. So, jetzt. Einen Wasserturm, oder? Ist es einfach. Es hat ein amerikanischer Wasserturm. Also. Gut. Immer noch in die Richtung? Ich möchte das haben. Bitte, back dich durch irgendwie durch. Ich muss es haben. Was ist das? Ein Holzpferd? Hä? Komm bitte, sammle das ein. Ja, nicht so. Ich will hier durch, bitte. Ich will da rein. Bin heute ein bisschen große. Ja, ja, wir haben's. Ein Santis-Anzug. Geil. Und jetzt wieder raus. Okay, wir sind draußen. Wunderbar. Also, wie sieht das aus? Also, wieder nur für die Ziege. Oh, langweilig. Immer noch in die Richtung, also hier hoch. Schaffen wir das? Oder wagen wir durch? Wir sind heute so wieder Kilometer in die Luft, ja. Kilometermeise durch die Luft. Hey, was hat man als Giraffe für Probleme? Das Spiel ist einfach für die Ziege gemacht und die Giraffe muss überall sich durchkrachen. Wieder ein bisschen mehr in die Richtung. In der Quelle, in der... Vielleicht auch weiter oben. Meine Güte. Wir sind doch viel schneller. Jetzt sind wir das Heil. Viel schneller. Solange wir nicht irgendwo hoch oder runter müssen, geht das Heil viel schneller. So, welche Richtung müssen wir jetzt? Die Richtung, okay. Also dort irgendwo, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Hier auf dem Berg oben. Okay. Ja, ja, du kannst weiterkämpfen. Nein, ich schon wieder runter. Nein. Was ist denn eigentlich hier passiert? Ich glaube, ich sollte mal etwas anders werden, damit wir das auch schaffen. Aber den Anzug habe ich trotzdem nicht. Ich will doch den... So, wunderbar. Also schnell sind wir wieder. Hier können wir auch mit dem Hai hoch. Nein. Oh, hier nicht mehr. So. Und. Dankeschön. So, komm. Wir schaffen es gleich. Hui. Können wir jetzt hier rüber, ohne runterzukommen? Dankeschön. Nochmals in diese Richtung. Ja, toll. Da ist irgendwas. Was ist das? Was ist das? Ein Turm. Oh, geil. Big Brother. Das ist Saurons Turm, oder? Wie hieß er schon wieder, Saurons Turm? Auge des... Oh. Sarumans Auge einfach, oder? Eigentlich Samurai. Der andere heißt... Wie heißt der andere? Saurons Auge, genau. Saruman war ja der weiße Zauberer. Ah, oh, der Schauspieler. Es war nicht ein McKellen, es war der andere.
Das war... Ah, oh, es ist nicht derjenige, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Schon... Ja, nicht schon. Ah, ich kenne die Schauspieler halt immer nur, wenn ich die Filme halt schaue, beziehungsweise im Kino laufen. Müssen wir das noch aufmachen? Nein, da haben wir jetzt den Bad gemacht. Also in die Richtung. Hier oben? Hallo, ich kann nicht mehr Lustiges machen, wenn du hier ständig. Hä? Da unten drunter. Ah, hier! Okay, da hätten wir vielleicht auch irgendwo hoch können. So, gefunden. Und? Was ist das alles? Floppy Goat. Ah! Floppy ist ja dieses Spiel, wo man die ganze Zeit das Fliegen... Ja, genau. Und dann immer wieder hüpfen muss. Oder unter... Ja, so Wänden durchgehen muss. Geil! So, jetzt können wir das mit den Batterien noch machen. Und auf lustige Art und Weise mit dem Klo. Mit dem Klo. Oh, explodiert aus. Eine Goat-Statue! Hui! 3 von 19 hier. Also, wo ist eine Batterie? Ich brauche eine Batterie. Bitte, bitte, eine Batterie. Bitte. Wo kann man die finden? Wo hat dieser reiche Herr bei der Villa eine Batterie versteckt? Er braucht doch Batterien, oder? Mit seinen goldenen Autos. Irgendwie habe ich das irgendwie nicht im Kopf. Wo die Batterien sind? Das läuft hier, Strom, Windkraftwerk nicht. Da habe ich jetzt ein Problem, weil ich nicht weiß, wie die Batterien aussehen und wo sie sind. Vielleicht sind sie irgendwo da auf dem Dach oder so. Muss irgendwo hier hochkommen. Wieder als Fisch. Ich habe einen Fisch im Kopf. Nicht nach oben bringt oder er auch nicht so. So, jetzt bin ich oben. Gibt es hier irgendwas hier oben? Nö, natürlich nicht. Ist das? Nein, das ist ein Fässer. Hä? Steh auf dem Schlauch. Fishy Power. Ich glaube, ich tue das jetzt wieder. Was ist denn hier drin? Wo ist das Zeugs, was leer macht? Beim Kopf. So. Und Fisch mit einem. Also ich weiß leider nicht genau, was ich jetzt machen muss. Ich gehe jetzt einfach mal bei diesem Riesenrad, was dreht, mal hoch. Da drüben auch. Und dann haben wir die Lösung sicher schon bald. Also die Batterie. Mache ich jetzt einfach mal hierauf, weil das blau ist. Und das andere Riesenrad mache ich auch beim blauen hin. Ah, jetzt muss man wieder. Ständig muss man basten. Aber Schwein kann man das auch aufmachen. Lieber Schwein sein. Ja. Hey, was ist mit dem Spiel los? Es verbuggt mich einfach mega. Hallo, wo sind wir? So weit weg. Oh. Das Spiel will nicht, dass ich verbugge. Das Spiel ist selber ein Bug. Hui. Und hoppla. Also wir machen das ohne Schwein. Dankeschön, du Schwein, du. Hast Schwein gehabt, dass du nicht mehr drankommst und stirbst. Durch meine Bugs. Oder vom Spiel verbuggten Sachen. Und ich bin einfach derjenige, der so lustig herumspielt. So, soll zusammen. Tschüss. Also, ich muss mal schneller rennen. Ei haben wir nicht mehr, dankeschön. Wir haben keinen Heim. Damit sind wir aber schneller, deshalb nehmen wir den Heim. Und gehen auf Reisen durch den Wald.
Ich mag den Wald. Der ist richtig cool. Redwood Forest. Zwar nicht so nah. Hier ist eine Höhle. Okay, das müssen wir merken. Aber wir sind gleich wieder bei den Riesenrädern. Es geht nur noch um Stunden. Oh, habt ihr den Stein gesehen, der verschwunden ist? Hui, hat Felsen, ja. Oh, hier ist auch wieder Schleim. Oh. Boing. Boing. Ah, das ist ja schön. Also das funktioniert hier. Okay, die Batterie ist nicht mehr drin. Jetzt haben wir ein Problem. Wo ist die Batterie jetzt? Die ist irgendwo hier hinten hingeflogen. Und ist sie mit uns gekommen. Jetzt haben wir leider keine Batterie mehr. Wir nehmen wir auf die zwei anderen Batterien. Hui. Oh, schön machst du das. Komm schon. Es muss doch funktionieren. Nein. Nicht wieder rein. Oh. Nein. Ja. Gut. Ist ein bisschen schwer zum Steuern. Also. Das tut ja so, wie ihr seht, nicht schlecht. Der mit der Engine. Eine Riesenbatterie mit kleiner Ziege. Ich hoffe, es buggt jetzt nicht wieder, wenn wir oben sind. Bitte, bitte. So, einmal. Gut, dann haben wir hier unten aber nochmal so eine Batterie. Wow, danke schön, es funktioniert auch ohne diesen Bug. Der Bug hat nur einmal geklappt. Das werde ich nicht zulassen, dass es nochmals buggt. So weit weg schleudern will ich nicht mehr. So, und da muss ich hier hoch, weil hier ist klar. Gecheckt habe ich schon lange, aber das Spiel macht es einfach unnötig schwer. Nein, ich wäre fast wieder weggeflogen. Nur wegen so einer runden Batterie fliegt man einfach so 5 Kilometer einfach in die Höhe. So. Oh. Ein ganzes Raumschiff. Avengers. Sammeln! Space tut nicht gerade so Spaß machen. Es ist eher nervig. Okay. Kennt ihr Candy Success? GTA Vice City? Genau. So viel Sachs. F um den Krippler. Okay, es ist verschwunden. Ist hier unten noch irgendwas? Ah, wir können wieder hoch. Geil, wir können wieder hoch. Next Target. Oh, geil, wir können einfach irgendwo hin teleportieren mit dem Haus. Geil, aber fallen dann einfach wieder runter. Okay, das nächste Target ist wo? Ich sehe nichts. Ist das Raumschiff hier? Müsste irgendwo weiter weg sein. Ah, da drüben. Ich sehe es. Okay, also ich wollte einen Crippler. Und damit können wir. Ja, und etwas Heftiges machen. Okay, machen wir einfach das nochmal. Das haben wir ja im Livestream mal gemacht. Vor 11 Monaten. Damit das auch aufhört. Schade, dass man Missionen manchmal dann nicht mehr wiederholen kann. Ja, wenn es gehen würde. Du Arsch. So, aufgehängte Vögel. Sehr schön. Okay, ich mag es, Picasso. Und du da? Bist auch gespannt. Genau. Hui. Oh, ich will auch ins Gummiboot. Hui. Boing. Lol. Geil. Der bleibt einfach drauf. Er bleibt einfach drauf. Wie geil ist denn da? Hui. Oh, man kann so viel Spaß haben. Warum ist es sehr merkwürdig ab und zu? Hey, ich feiere dieses Spiel. Also es macht mir immer eine mega Freude, so ein Part aufzunehmen. Ja gut, 30 Minuten sind gleich erreicht.
Und ja, der Gärtner darf noch kurz wegblinken. Hui! Oh Gott, wo ist der Gärtner hier? Okay. Nochmal! Komm schon! Nochmal! Bitte! Ich kann den Part nicht kennen! Hui! Ich mag Gärtner! Schön immer für ein Kunststückchen da! Tschüss, Gärtner! Tschüss, Zuschauer! Bis zum nächsten Mal!